dort gemeistert, was so eine Tour mit sich bringt. Alle Höhen und Tiefen, Pannen, Stürze, defekte Teile, Schaltungen, die nicht funktionieren, Hitzeschlachten, abgebrochene Touren, Triumphe, wenn man den Berg geschafft hat, trotz der Hitze, und natürlich auch Reibereien, die es im Team auf so einer Reise auch mal gibt. Alles, was uns eint, ist der gute Zweck. Es geht für Wasser, Nahrung und Bildung in Westkenia. Das ist unsere Mission in diesem Jahr. Und wir freuen uns über eure Unterstützung. Wir lassen euch weiter teilhaben in den nächsten Tagen. Heute Leukat, morgen Port Bou, dann der weitere Weg zum Stilfser Joch, das als letzte krönende Etappe. Ihr seht hier im Hintergrund einen uralten Traktor. Ich meine natürlich nicht den lieben Helmut und ich meine auch nicht den Werner, sondern ich meine diesen Traktor. Bergauf in der Hitze war es oft so, dass wir uns wie dieser alte Traktor vorgekommen sind, aber wir waren am Ende ein Tick schneller. Und damit wünschen wir euch allen heute einen super Tag und sagen wie immer, auf bald!